So, erstmal. Auf Nummer sich. Es ist wirksam, außer nichts. Gegen eine Maschine. Okay. Brenne! Jetzt oder nie! Er hat uns schon ein bisschen mehr zugesetzt, uns allen. So. Einmal den hier. Oh no. Verschweigst mir einfach, dass du an der Parade teilnimmst, mein Freund. Die Motorradstaffel passt doch viel besser zu dir. Sieh an. Dein Fräulein hat dich wohl sitzen gelassen. Na, unsere Fans. Wusstest du etwa nicht, dass unsere Treffen inzwischen legendär sind? Bleib zurück. Sir. Du glaubst ja gar nicht, wie lange ich diesem Augenblick entgegengefiebert habe. Und dir geht es doch sicher genauso. Dann bringen wir es schnell hinter uns. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Zuerst brauchen wir die richtige Musik! Lotsche oder Lotte, ich mach dir jetzt die Lotte. Zweites Atemloch. In deinen Hals. Bin mal so frei. Es wird heiß!
ausgezeichnet. Kein Problem. Feuer! Ah, das war... Und tschüss! Ja, klar, mein Freund. Hier, mein Freund. Ich rufe da jemanden mal. Der mir hilft, dir den Arsch zu versuchen. Unserer Treffen stärker, mein Freund. Wer ist der Nächste? Na, na, das war ein Kampf nur zwischen uns beiden. Mein Freund verdient einen Salut! Deine Leute, wie man es von einem Kommandanten erwarten würde. Bin stolz auf dich, mein Freund.
Auch ich habe eine Einheit unter mir und weiß, wie das ist. Du verdienst Respekt. Deine Männer lieben dich und das gehört belohnt. Das ist für dich. Und nun, hau schon ab. Der Aufzug wartet und damit der Weg zum Hafen. Sicher? Klar, ich komme dir nach. Versuch's doch. Er ist doch netter als gedacht. Und ich habe gerade so überlebt, weil ich Dings gerufen hatte. Gott. Ich wünsche dir eine angenehme Reise, mein Freund. Titan-Beruf habe, so rum. Also, er hat einen Dachschaden, aber ist ein Mann mit Ehre. Muss man schon so sagen, ne? Und wir sind beim Hafen angekommen. Ihr geht schon mal vor nach Südjunon. Bekommen wir keine Erklärung, Sir? Zu dem Typ auf dem Motorrad? Der ist ziemlich lästig. Ist uns aufgefallen. Was wir wissen wollen ist, warum sie versuchen, uns loszuwerden. Sind wir ihnen denn etwa so sehr im Weg? Oder könnte es sein, dass sie in Wahrheit der Attentäter sind? Ich wollte euch nicht täuschen. Tut mir leid. Bitte verzeihen Sie! Das war nur ein Scherz! Sie können nicht der Attentäter sein. Das war doch eine Frau. Aber wir haben verstanden. Wir sehen, dass sie unbedingt alleine weiter wollen. Es tut uns leid, dass wir gestört haben. Bitte um Verzeihung. Nicht doch. Alles in Ordnung. Es war ihre Führung, die uns zusammengebracht hat. Sie haben uns den Sieg ermöglicht. Dabei kennen wir uns ja eigentlich noch gar nicht so lange. Ich habe das Gefühl, nur dank Ihnen sind wir eine echte Einheit geworden. Das geht mir genauso. Wir waren wirklich großartig. Und es tut mir sehr leid, aber hier trennen sich unsere Wege. Sir, wir sehen uns doch wieder? Ja, sicher. Es sind gute Soldaten. Guck, wie sie da stehen. Ach ja. Naja. Ich muss leider los, ihr Lieben. Und sie bleiben weiter da stehen. Sie sind
nicht besser als Lodge irgendwie, aber schon cool. Schon cool, wie treu die sind. Ich stehe noch immer da. Tut mir leid, Jungs, tut mir leid. Ich werde leider nicht mehr so schnell bei euch wieder auftauchen, denn ich werde leider auch gejagt. In der Stadt soll es schon wieder sicher sein. Immerhin ist dem Direktor... Könnt ihr das Schiff nicht mal langsam ablegen? Wurde der Attentäter schon festgenommen? Cloud! Alles okay? Ja. Gut, na dann. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für eine lustige Seefahrt mit den Jungs da. Okay, nächster. Sie überprüfen alle. Was nun? Wir gehen hinten rum. Ja. Ja, von hinten rein. Ausgerechnet bei meiner ersten Schiffsreise musste so viel passieren. Damit kennen wir uns aus. Könnte das Schiff nicht halten? Kann ich euch helfen? Wir haben bei der Parade die Ehrenauszeichnung gewonnen. Und mit ihr eine Überfahrt nach Costa del Sol. Der Direktor selbst hat uns das zugesagt. Davon habe ich nichts gehört. Der Direktor hat eben viel zu tun. Gehören die da auch zu euch? Wo kommen die denn her? Kapitän, wir brauchen sie sofort an Deck. Da prügeln sich welche. Na, die Fahrt kann ja heiter werden. Die zweite Klasse ist frei. Wir haben äußerst feine Gesellschaft an Bord. Also benehmt euch entsprechend. Und du wirst mir schön arbeiten. Ei, Sir. Der Hund muss in den Frachtraum. Verstanden. Alles gut. Ablegen! Alles klar, Schiff! Halt, stopp! Wartet gefällig! Hey! Ich will auch noch mit! Hört ihr mich? Ich will mit! Hier geblieben! So ein Mist! Das kotzt mich an! Diese Jugend, unerhört. Die Luft schmeckt anders hier, nicht wahr? Welten besser als in Midgar, keine Frage. Mir ist sie ehrlich gesagt etwas zu salzig. Ich sehe mich mal etwas um. Oh, wie cool! Guter Junge!
Und was wurde aus Fass? Den habe ich zum Glück nie mehr gesehen. Aber bei Leuten von seiner Statur wird mir immer noch mulmig. Glaube ich dir. Erzähl gern weiter, wenn du magst. Okay. Wir kommen zum spannenden Teil. Oh oh. Ist noch was Schlimmeres passiert? Vorhang auf. Für meine erste Liebe. Ja, dann leg los. Wir sind's. Erzähl's mir ein andermal. Irgendwas gefunden? Die Schwarzkurten sind alle in der zweiten Klasse. Von Verfolgern keine Spur. Kein Grund mehr, sich zu verkleiden. Wirklich? Dann noch ein letzter Salut. War eine Ehre. Wegen Rufus' Vorschlag. Also, die Ninja-Göre hat zwar alles 1A versaut, aber ehrlich gesagt, bin ich ganz froh drüber. Shinra bleibt Shinra, egal wer den Laden führt. Mit denen verhandeln wir nicht. Verehrte Passagiere, willkommen auf der Shinra 8. Hier spricht Ihr Kapitän Titov. Unser Schiff befindet sich planmäßig auf der Überfahrt nach Costa del Sol. Bitte versüßen Sie sich die Zeit an Bord mit unseren zahlreichen Annehmlichkeiten. Unter anderem erwartet Sie die Möglichkeit, an einem Blut der Königin-Turnier teilzunehmen. Wer sich für die spannenden Wettkämpfe anmelden möchte, kann dies in Kürze in unserer Lobby tun. Ein richtiges Blut der Königin-Turnier. Komm. Und damit würde ich sagen, ja doch, damit speichern wir und beenden für heute den Stream. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und bis dann, ne? Tschüss.